Soldat, der sich wehrt gegen ein fremdes Heer. Und ein Verräter, der genau die Stadt am Feind ausliefern will. Dabei stehen wir heute eigentlich an einem sehr friedlichen Ort. Wir sind eigentlich in einem sumpfigen Gebiet, wo man zum Teil vor 100 Jahren gerodet hat und erschlossen hat, eben mit Siedlungen, die angebaut sind. Und auf der anderen Seite ist der berühmte Stinkberg von Winterthur der ehemalige. Oder man hätte wahrscheinlich tarnen müssen. Also wir sind da direkt im Grenzgebiet zu Wiesendangen. Also das ist der Abfallberg für alle, die nicht von Winterthur kommen. Der ehemalige. Der ehemalige Abfallberg, ja. Aber wisst ihr was? Alles von Anfang an. Dave Strigl erzählt uns heute in dieser Sagenjäger-Folge das erste Mal die Sage. Und die geht so. Hölltis Grab. Links an der Strasse von Winterthur auf Frauenfeld. Nicht weit von Oberwinterthur. Dort steht ein schöner Eichenwald. Dem sagt man Hölltis Grab. Und über diesen Wald wird eine Sage erzählt. In alten Zeiten ist an dieser Stelle, wo heute Oberwinterthur liegt, eine grosse Stadt gestanden. Ein feindliches Heer hat die Stadt belagert. Die fremden Soldaten haben es aber einfach nicht geschafft, die Stadt einzunehmen. Die ganze Armee wollte dann eigentlich schon abziehen, da passiert der Verrat. Der Hölti. Einer, der beliebt war. Ein guter Bürger, würde man sagen. Genau der Hölti zeigt am Finden geheimen Gang für eine grosse Summe Geld. Und durch diesen Gang kommt man in die Stadt. Das wäre das Ende gewesen für die Stadt und ihre Bewohner. Der Betrug ist aber noch rechtzeitig aufgeflogen. Und die Soldaten, die in die Stadt wollten, hat man erfolgreich zurückgeschlagen. Auch der Betrug vom Hölti haben die wachsamen Bürger bemerkt. Zur Strafe haben sie den Verräter lebendig begraben. Er hat noch ein Rohr ins Maul bekommen, damit er im Boden noch weiter schnaufen konnte. Das hat aber mit Gnade nichts zu tun gehabt. Die Bürgerinnen und Bürger wollten, dass der Hölti verhungert unter der Erde. Bis zu seinem Tod ist am Hölti seine Frau bei ihm geblieben. Und genau an dieser Stelle von seinem Grab hat sie dann den Eichenwald pflanzen lassen, der auch heute noch dort steht. Hallo zusammen. Diese Folge von «Sagenjäger» wird unterstützt vom Kulturkomitee Winterthur. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast teilt, weiterempfehlt, weitersagt und am besten auch von eurer Podcast-App irgendwie ein paar Sternchen hinterlässt oder sonst einen netten Kommentar. Und jetzt weiter. Viel Spass mit Hölti's Grab. Machen wir einfach. Machen wir einfach die Türen wieder zu, dass es gut hier kommt. So machen wir es. Ja. Jetzt haben wir langsam die Übung in so Stegen. Ja, wirklich. Okay, da geht es jetzt auch wieder ein Stegen durch ab. Nach dieser Erzählung, die wir gerade gehört haben, wissen alle, wo die Folge heute spielt. Im Stadtteil Oberwinterthur. In der Sage heisst es, da sei mal eine Stadt gestanden. Tatsächlich ist das der älteste Teil der Stadt. Da haben die Römer den Grundstein gelegt für das heutige Winterthur. Wie tut Urum? Also wir haben ein Dorf, ein Vicus, wie man sagt, wo ziemlich genau 2000 Jahre alt ist. Also 5-6 nach Christus hat man die ersten Holzbauten errichtet, die man datieren kann. Nicht direkt auf dem Kielenhügel, sondern ein bisschen seitlich. Wir sind an der Römerstrasse, die vom Bodensee ins Mittelland nach Brugg, Windisch, Wind und Issa führt. Und die Römerstrasse ist heute noch im Namen Römerstrasse zu Oberwinterthur auch fassbar. Oder? Da ist man wirklich einen Meter unten dran, ist man auf einer römischen Ebene oder einen halben Meter. Und wir haben in Oberwinterthur ein Dorf, wo wie viele andere Dörfer sind. Was aber besonders ist,
der Hang vom Limberg, der Osthang, ist sehr feucht. Und durch das ist vieles erhalten geblieben. Also alles, was Holz ist, ist in dem Boden eigentlich erstaunlich gut erhalten. Und das macht Oberwinterthur zu einer archäologisch gesehen besonderen Zone, weil wir da eigentlich mehr Funde haben als in anderen vergleichbaren Siedlungen. Also Holzmodell bis hin zum Modell von einem Schuhmacher, den wir hier haben. Also so Schnitzschuhe, Fuss und so Sachen. Also die Römerstrasse, die gibt es heute noch, die ist gerade unten dran von uns. Ihr habt vielleicht vor am Anfang ein Orgel gehört. Wir stehen nämlich unterhalb der Kirche Oberwinterthur, in einem kleinen Raum unter der Sakristei. In diesem Raum hat es Ausgrabungen und Fundstücke aus der Römerzeit. Mit dabei, ihr habt es wahrscheinlich schon herausgefunden, weil ihr ihn von anderen Folgen kennt aus dieser Staffel, der Historiker Peter Niederhäuser. Also wir haben in dieser römischen Siedlung auf dem Kielenhügel eine Art Zentrum gehabt, wo Thermenanlagen sind, Tempelanlagen, eine Art Rathaus, soweit man das überhaupt festmachen kann. Da wird dann 294, laut deren Inschrift, wo wir vor der Kirche als Kopie haben, 294 wird dann eine Befestigungsanlage eingerichtet. Okay, jetzt sind wir schon voll im Thema drin. Also es stimmt, wir haben da vielleicht nicht gerade eine grosse Stadt, wie ich das sage, aber da, wo heute Oberwinterthur ist, war ein römisches Dorf. Vitudurum. Mit Befestigungsanlagen, die 294 nach Christus gebaut werden müssen. Ein paar Ansätze der Mauern sieht man außerhalb des Gartens der Kirche. Offenbar ist der unterirdische Teil von Oberwinterthur eine rechte Schatztruhe, wenn es um Funde aus der römischen Zeit geht. 294, das ist die Zeit im Römischen Reich, wo Vitudurum mit Überfällen muss klar kommen. Wie wir die Zeit haben von den Alemanneneinfällen, also von Norden her, aus dem germanischen Raum, drängen Kriegertruppen vor, plündern natürlich das reiche römische Gebiet und man tut am Rhein entlang, aber auch rückwärtig an den Strassen, an den Siedlungen, tut man Befestigungsanlagen machen, die nichts mit dem geregelten römischen Wesen zu tun haben. Man hat da nicht ein Kastell, auch wenn der Name Kastell präsent ist. Es ist nicht eine Legion, die da ist, sondern es ist einfach das Zentrum der Ortschaft, wo man eine Verteidigungsmauer rundherum gezogen hat, die am Hügel nachgeht, wo eben direkt eigentlich unter den Kielen zum Teil noch erhalten geblieben ist. Also die Mauer ist erstaunlich gross noch ablesbar, auch im Pfarrhaus 3 Meter Mauern. Und das ist also ab 1294 ist das dann so der Nukleus gewesen vom neuen, kleineren Oberwinterthur. Und für uns ist das zentral, wie man über dem Eingang von dieser Befestigungsanlage eine Bauinschrift eingemauert hat, einen Stein, der eben die Datierung erlebt, 294. Und dort steht dann auch drauf «Murum Vitudurensem», also die Befestigung von Winterthur. Und das ist die erste Erwähnung von Winterthur überhaupt. Jetzt in der Sage «Hüllt ins Grab» geht es ja um eine Belagerung der Stadt. Und das hat mich, bevor wir überhaupt miteinander in Kontakt getreten sind, wenn man so die Geschichte von Winterthur anschaut, oder eben auch von Oberwinterthur, sofort in die Römerzeit zurückgebracht, weil eigentlich da wirklich halt dokumentiert ist, oder beziehungsweise man weiss, glaube schon, wie sie es erwähnt hat, dass da immer wieder Angriff gegeben hat, über den Rhein vom Norden her, von Germanenstämmen oder anderen Heer und Finden für die Römer. Ja, man weiß wenig über das. Also man wüsste einfach, dass es eine latente Bedrohung war. Man wüsste an einzelnen Orten, dass es da Überfälle und Plünderungen gegeben hat. Aber wir wissen das primär, wenn es Brandschichten gibt, kann man einfach annehmen, dass man da Holzhäuser abgefackelt hat. Aber es kann auch ein Blitzeinschlag sein. Das ist in Detail nicht immer so eindeutig zu sagen. Also das Winterthur selber wissen wir konkret nichts, weil natürlich die Alemannen nichts geschrieben haben. Und bei den Römern ist eigentlich auch schriftlich ist wenig vorhanden. Was wir schriftlich haben, das ist primär auf Bausteine, auf Grabmäler, auf Inschriften, Tontafeln und so. Und das lässt eigentlich nicht zum die Geschichte von der Siedlung selber lässt das keine grosse Schlüsse zurück. Aber wir können davon ausgehen, dass immer wieder eine gefährliche Situation gegeben hat und dass allenfalls in dem Zusammenhang Oberwinterthur tatsächlich von irgendwelchen Reitertruppen oder was auch immer überfallen worden ist.
Ob die Erfolg hatten, ist dann eine andere Frage. Also ist die römische Siedlung sicher ein Ort gewesen, wo man mit Angriff rechnen musste? Vielleicht auch so eine, wo tatsächlich ein fremdes Heer das Vitudurum einnehmen wollte? Darauf gibt es aber keinen Hinweis. Und das macht ja nicht so viel Sinn. Die kommen, die plündern. Und die gehen weiter, die holen so viel wie möglich und gehen über den Rhein zurück. Die Landnahme ist etwas, das dann auch nicht so ablaufen tut. Also die sogenannte Völkerwanderung tut man heute eher kritisch anschauen, dass da nicht irgendwelche Völker mit Sack und Pack da rumziehen durch ganz Europa, sondern das sind eine kleine Gruppierungen, die sich dann irgendwo niederlassen und auch sich auch vermischen. Also man muss sich vorstellen, dass in der römischen Zeit das Land um Winterthur oder in der Ostschweiz relativ dicht erschlossen war. Dass dann aber mit den Gefahrenzonen, mit den Plünderungen auch immer weniger Leute hier wohnen. Die Siedlungen werden kleiner, das kann man zum Teil archäologisch auch belegen. Also man geht in den grösseren Städten hinter die Stadtmauern zurück auch, und Gutshöfe, die aussen dran sind, werden zum Teil aufgeladen. Also man kann annehmen, es gibt weniger Leute und damit ist auch der Druck kleiner, dass man jetzt da zu wenig Platz hat. Also das war für Neuzuzüger in dem Sinne eine ideale Situation gewesen. Und da, unter den Kirchen, zu Oberwinterthur, gibt es ja, wie ihr schon gehört habt, einiges aus der Römerzeit. Alte Fragmente von Meilensteinen. Aber der Ort selber ist in der Römerzeit offenbar auch mal als Therme genutzt worden. Da gibt es zum Beispiel Reste von einem Hypokraust, einem römischen Heizungssystem. Und wenn wir schon gerade unter der Erde sind, die Sage, die erzählt ja: Genau der Held zeigt am Find einen Keimengang für eine grosse Summe Geld. Und durch diesen Gang kommt man in die Stadt. Ein geheimer Gang, unterhalb von Vitudurum. Der Peter Niederhäuser sagt, das sei schwer vorstellbar, weil die Verteidigungsanlagen, die Mauern, die sind unter enormem Zeitdruck entstanden. Man hat überall im ganzen Römischen Reich an den Grenzen entlang hat man Befestigungen gebaut. Und so einen unterirdischen Gang zu buddeln, das braucht Jahre. Oder mit den damaligen Mitteln in einem Felsen, je nachdem wie der Boden ist, ist das ein Aufwand, den man nicht wirklich freiwillig macht. Und darum sind die meisten von Legenden von diesen unterirdischen Gängen, das sind einfach Fake-Geschichten, weil der Aufwand, so etwas herzustellen, ist viel zu gross. Aber ich denke eben, rein von den Zeitumständen, wo man jetzt in Oberwinterthur eine Befestigung gebaut hat, hat man andere Sorgen gehabt, als irgendwelche Geheimgänge zu machen. Weil es war ja eine Fluchtburg, die man nicht unbedingt unentdeckt hat, wieder verlassen wollte, sondern dort hat man sich ja zurückgezogen. Es gibt übrigens generell, nicht nur in dem Fall von Winterthur, sehr wenig Beleg für Belagerungen von Städten. Das sei häufig ein Produkt aus der Fantasie und Erzählungen. Eine Siedlung belagern, die Abwehrmauern hat, das kostet, ein bisschen salopp ausgedrückt, vor allem Blut, Schweiß und Tränen. Also vor einer Burg monatelang ausharren ist nicht ohne. Also Krankheitsanfälligkeit, irgendwann Lebensmittelprobleme, kann ja angegriffen werden. Also von dem her sind die Belagerungsgeschichten seltener, als man meint. Und gerade bei den Städten sowieso. Und ich denke eben, wenn wir die Funktion anschauen, wir haben eine Siedlung, wo primär Holzhäuser sind, zum Teil Holzsteinhäuser. Und man baut da eigentlich im strategisch geschützten Teil baut man eine Befestigungsanlage. Und wenn jetzt jemand die Siedlung angreift, dann kommt er ja vom Rhein her. Also er kommt nicht einfach überfallartig, sondern man hat ja eine Rheinbefestigung mit Alarmanlagen auch. Dann geht man durch und man plündert. Und man geht dort plündern, wo man am möglichst schnell etwas überkommt. Und dann geht man nicht unbedingt auf Befestigungen los, sondern man hat ja das Zeug vor den Befestigungen auch. Und von dem her macht das nicht so Sinn, oder? Dass man so eine Befestigungsanlage überraschen kann, reinnehmen, das ist nicht ausgeschlossen. Aber ich denke, im Vordergrund steht das, was rundherum ist. Oder? Und darum sind vor allem auch die Gutshöfe natürlich sehr interessant gewesen. Sie haben jetzt Alarmanlagen angesprochen. Vielleicht können wir das noch schnell erklären. Wie haben denn die ausgesehen damals? Also wir haben da Wachtürme, wir haben die Limesanlagen, die Grenzanlagen, wo man Wachtürme hat, wo Feuer hat. Und mit dem Feuer hat man eine Art, wie im Hochwachtsystem später, hat man den nächsten Turm können, benachrichtigen. Und so ist dann das Feuer eigentlich gestaffelt weitergegangen, bis es dann irgendwo in einem Kastell war, wo eine Legion war, auf Abruf, und dann da losgespeidet ist. Also das war eigentlich das System, oder? Und das hat in der Regel
nehmen wir mal an, funktioniert. Wir wissen es nicht letztlich, eben wie dort gibt es keinen Bericht über das Ganze. Aber irgendwann ist einfach der Aufwand, so eine Grenze zu verteidigen, viel zu gross gewesen. Also die Römer hatten dann auch andere Probleme gehabt. Man hat ja dann eigentlich den süddeutschen Raum buchstäblich auch aufgegeben gehabt, wie das der Aufwand zu gross war. Wir bleiben noch ein bisschen zu Oberwinterthur. Gehen jetzt aber weg von der Kirche, weiter zum äußersten Rand der Stadt. In der Sag heisst es ja. Und genau an dieser Stelle von seinem Grab hat sie dann den Eichenwald pflanzen lassen, der auch heute noch dort steht. Wir fahren also mit dem Peter Niederhäuser durch Oberwinterthur. Gefühlt bei jedem zweiten Gebäude kann der Peter Niederhäuser etwas dazu erzählen. Er hat über die Geschichte des Stadtteils ein Buch geschrieben. Die Sag erzählt über die Strasse, die von Winterthur auf Frauenfeld geht. Und von einem Eichenwald. Wir gehen jetzt zu dem Ort, wo wir die Folge gestartet haben, gerade am Anfang. In einem kleinen Wald neben der Freizeitanlage. Das Eichwäldli. Wir sind eigentlich in einem sumpfigen Gebiet, wo man zum Teil vor 100 Jahren gerodet hat und erschlossen hat, eben mit Siedlungen, die angebaut sind. Und auf der anderen Seite ist der berühmte Stinkberg von Winterthur der ehemalige. Oder man hätte auch tarnen wahrscheinlich. Also wir sind da direkt im Grenzgebiet zu Wiesendangen. Also das ist der Abfallberg für alle, die nicht von Winterthur kommen. Der ehemalige. Der ehemalige Abfallberg, ja. Der Hölti, der soll ja hingerichtet worden sein, und zwar vermutlich, sagt ja die Sage, man könnte es nicht überprüfen, da irgendwo in der Umgebung Eichwäldli oder Eichholz, so liest man sie in der Sage. Aber vielleicht zuerst einmal schnell zu ihm und wie er hingerichtet wird. Auf eine sehr makabre Art, man dort nämlich eingraben und gibt ihm noch ein Rohr, dass er schnaufen kann, dass er eben dann verhungert und nicht verstickt. Also makaber geht es fast nicht, kann man sich vorstellen. Haben Sie schon mal irgendwie so eine Art von Hinrichtung gehört oder darüber gelesen als Historiker? Also, dass man Leute im Boden eingraben tut, das gibt es, oder? Aber dass man irgendein Blasrohr an tut, das ist jetzt also sicher die Fantasie von dem Aufzeichner, weil das macht ja nicht so Sinn. Also, ob man jetzt einen verhungern lässt mit dem Röhrli oder ohne Röhrli, das, wenn man eingraben ist, ist man eingraben, oder? Aber es hat mich so erinnert, es gibt so Mexiko-Cowboy-Filme, wo man eben die Leute im Boden eingrabt und nachher mit dem Pferd drüber reitet. Also das hat es tatsächlich gegeben, so Sachen. Aber weder der Name Hölti ist etwas aus der Region, noch die Hinrichtung. Also da gibt es nichts Vergleichbares. Dann gehen wir doch dieser Bestrafung vom Hölti mal ein bisschen genauer auf den Grund. Zuerst wird er mal lebend begraben. Weil über die Römerzeit nicht so viel bekannt ist zu Oberwinterthur, ist die Sage ja sehr wahrscheinlich viel später entstanden, wo man über die alte Zeit geredet hat. Früher ist da mal eine grosse Stadt gestanden und so weiter. Und später, zum Beispiel im Mittelalter, hat es vorkommen können, dass Leute zur Strafe lebend begraben worden sind. Das hat mir ein Strafrechtshistoriker so erzählt. Allerdings gibt es wenig Hinweise auf eine Strafe, vom lebend begraben werden. Auch spielt Sichtbarkeit eine wichtige Rolle. Ihr erinnert euch vielleicht an frühere Folgen, wo es um Galgen geht. Will man als Richtstadt den Leuten Angst machen mit einem Todesurteil, dann gibt es viel effektivere Mittel. Die Leute verbrennen, pfählen, in einem Käfig im Wasser ertränken, erhängen oder auch vierteilen. Ich erspare euch jetzt die Einzelheiten von diesen grausamen Praktiken. Das lebend begraben werden ist aber ein beliebtes Motiv im 18. und 19. Jahrhundert in Erzählungen und Romanen. So hat der bekannte Dichter und Schriftsteller Edgar Allan Poe aus einer Mischung aus schwarzem Humor und Horror einmal eine Kurzgeschichte geschrieben mit dem Titel «Das vorzeitige Begräbnis». Auch andere Werke von Poe beschäftigen sich mit dem Thema. Der Autor selber hat Angst vor dem. Es war eine Art etwas, das ihn verfolgt hat. Die Medizin hat zu diesem Zeitpunkt nicht das gleiche Wissen wie heute und hat teilweise die Leute zu schnell für tot erklärt. Zum Beispiel, wenn sie nur in einem komatösen Zustand waren. Und so ist es tatsächlich auch zu makabren Missgeschick gekommen und Menschen sind lebend begraben worden. Aber der Hölti aus unserer Sage, der kommt ja nicht so zum Tod. Er muss nämlich verhungern. Es kann gut sein, dass man das so erzählt, weil die Stadt ja auch hat hungern musste. Schließlich ist sie auch belagert worden
Und da kann gut sein, dass dann in so einem Fall Essen und Trinken irgendwann knapp werden. Beim Todesurteil haben wir mal weggehend von den geschichtlichen Fakten und übergehend in das, was die Erzählforschung weiss. Dann steht zum Beispiel beim Todesurteil durch Verhungern im Erzähllexikon Enzyklopädie des Märchens das da. Das Töten von Menschen durch Hunger und Durst gehört seit der Antike zu den Leibes- und Lebensstrafen. Der Gülfenfürst Ugolino wurde von den Ghibellinen mit seinen Kindern und Enkeln in einer Grube ausgehungert. Der Tyrann Donat von Was in Graubünden soll seine Gefangenen verhungern lassen und ihre Klagen so kommentiert haben: Das sind meine Vögelchen, sie zwitschern süß in meinen Ohren. Die Sage hat uns also ins Eichwäldli geführt. Es stehen dort übrigens auch noch viele andere Baumarten. Von der Erzählung her passt es, weil die Frauenfelderstrasse wirklich nicht weit weg ist. Also die Strasse von Winterthur auf Frauenfeld. Aber gibt es da vielleicht irgendeinen sonstigen Hinweis auf den Tod in diesem Wäldli? Dass in dieser Region früher das Landgericht vom Thurgau war. Also das Landgericht, das ist etwas, das so auf Karolinger zurückgeht, also so ins 800 herum, wo man das höhere Gericht hat. Also alles Fälle, die mit Blut zu tun haben, wo schwere Sachen sind, weil ich die freien Männer miteinander im Ring verhandelt haben, unter dem Vorsitz von einem Graf, einem Landgraf. Und das Landgericht ist dann, hat sich weitergezogen, ist eigentlich bis ins 19. Jahrhundert oder bis 1800 hat es das gegeben, einfach immer wieder ein bisschen angepasst. Und dass das eben nicht nur das Frauenfeld war, sondern auch das Winterthur, wie Winterthur eigentlich eine thurgauische Stadt ist. Und wir wissen, dass es da war, irgendwo zwischen Oberwinterthur und Mörsburg hat es einen Flurnamen, der eben als Ort vom Landgericht auftaucht. Und dazu passt auch, dass eigentlich um 1400 Bürger von der Stadt Winterthur die Landrichter geworden sind. Also bis 1415 ist das Landgericht sicher für etwa 15 bis 20 Jahre im Grossraum Winterthur daheim gewesen. Kein Hölti und auch kein fremdes Heer, keine Hinrichtung, die bekannt ist, aber vielleicht auch besser. Weil dann kann man in der Dämmerung beruhigter auch immer noch im Eichwäldli spazieren. Aber dass so Erzählungen nicht untypisch sind, haben schon ein paar Sagen gezeigt, auch in unserem Podcast. Grundmauern aus der Römerzeit hat man offenbar noch lange Zeit später gesehen, zur Oberwinterthur. Der Laurenz Bossart schreibt im 16. Jahrhundert zum Beispiel in seiner Chronik von einer mächtigen Feste oder ein Schloss. Die Überbleibsel aus der Antike haben offenbar Eindruck gemacht und sind so wahrscheinlich auch zum Nährboden geworden für «Je Sag, hüllt ins Grab». Die Folge wurde produziert worden von mir, Simon Bergins. Mitarbeit Andi Wulschläger und Peter Niederhäuser. Sounddesign Milo Stegmann. Sprecher von der Sag Dave Strigel. Das visuelle Artwork kommt von der Ann Seger. Und natürlich freuen wir uns sehr über Bewertungen auf der Podcast-App, die ihr gerade am Hören seid, einen netten Kommentar auf Spotify oder Apple Podcasts oder auch einfach direktes Feedback an uns per Mail sali@sagenjäger.ch.